Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Luke. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Premium Haul. Es gibt ja schon relativ viele so Low-Budget-Hauls auf YouTube mit sehr gesunden und günstigen Lebensmitteln und Mahlzeiten. Und ich dachte mir, ich mache heute einfach mal genau das Gegenteil. Ich zeige dir ein paar Produkte, die sehr besonders sind, teilweise auch etwas teurer. Das ist alles kein Muss. Das heißt, die Basis bildet immer noch eine gesunde Ernährung aus ganzen Lebensmitteln. Aber heute zeige ich dir ein paar sehr besondere Lebensmittel, die teilweise etwas mehr kosten für dich sozusagen, wenn du sagst, ja, ich gebe gerne noch etwas mehr Geld für meine Gesundheit aus. Einiges ist auch gar nicht so teuer, aber einige Sachen eben schon. Ja, und ich freue mich sehr und würde sagen, lass uns anfangen. Viel Spaß. Still drunk, that's hangover. Might run it back when this page over. You the best thing I done slaved over. Gone arch your back and been way over. It's overdue for that undistressing. Over him, now you underdressed. Bevor wir mit dem Video beginnen, falls du dich mehr für das Thema Ernährung interessierst, ich habe ja auch einen Podcast, der nennt sich 100 werden. Dort spreche ich eigentlich beinahe ausschließlich über das Thema Ernährung. So, sorry. Der ist unten verlinkt auf Spotify und Apple Podcast. Jetzt beginnen wir aber. Und zwar mit dem ersten Produkt oder Lebensmittel, wie du es nennen möchtest, und zwar Aloe Vera Saft. Aloe Vera Saft ist richtig krass. Aloe Vera Saft enthält einen Inhaltsstoff, der nennt sich Aloe Verose. Ist ja meistens so, dass der Hauptinhaltsstoff nach dem Produkt, also nach dem Lebensmittel sozusagen benannt ist. Also daher kommt das. Und Aloe Vera Saft enthält über 200 Nährstoffe. Das ist schon krass, aber vor allem ist Aloe Vera Saft deshalb so gesund, weil Aloe Vera deine Darmwand stärkt, beziehungsweise die Aloe Verose. Und das ist deshalb so wichtig, weil eigentlich deine gesamte Gesundheit, dein gesamter Körper und vor allem dein Immunsystem ist extremst abhängig von einem gesunden Darm. Und da ist halt sowas wie so Aloe Vera Saft ein richtiges, einfach ein richtiges i-Tüpfelchen. Natürlich kannst du auch einen sehr gesunden Darm mit fermentierten Lebensmitteln erreichen, wie Miso, also diese Würzpaste, Tempeh, Sauerkraut, Kombucha, vielen Ballaststoffen aus Obst und Gemüse. Aber Aloe Vera Saft ist was richtig, richtig Geiles, was du vor allem super in deine Routine einbauen kannst. Ich trinke den morgens und abends immer so ungefähr 100 Milliliter. Achte halt nur darauf, dass es ein cleanes Produkt ist. Ich nutze halt den von Wild Baboon. Da habe ich auch mein Aloe Vera Gel her. Ich habe dir ja vor 2 Wochen gesagt, dass ich immer Arganöl zur Gesichtspflege nutze. Das nutze ich vorrangig für den Körper, aber auch fürs Gesicht. Das heißt, ich nehme Aloe Vera Gel für die Feuchtigkeit. Und um die Feuchtigkeit im Gesicht einzuschließen, nimmt sich dann das Arganöl da drauf. Aber Aloe Vera Saft, richtig geil, kann ich nur empfehlen. Ich finde, der Geschmack ist auch einzigartig. Erst denkt man sich, gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, man ist danach süchtig. Also top Empfehlung. Dann das zweite ist, da freue ich mich sehr drauf, und zwar rohes Kakaopulver. Rohes Kakaopulver ist richtig, richtig krass. Es ist ein richtiges Beauty-Food. Warum? Ganz einfach deshalb. Vielleicht hast du schon mal von Antioxidantien gehört. Um das ganz kurz zu fassen, Antioxidantien schützen deine Zellen vor sogenannten freien Radikalen. Und diese freien Radikale entstehen, wenn oxidativer Stress in deinem Körper entsteht. Und oxidativer Stress entsteht in deinem Körper, wenn du zum Beispiel rauchst, dich Umweltgiften aussetzt, wenn du viel Stress hast, sowas. Das heißt also, Antioxidantien sind eben dafür da, deine Zellen, deine DNA zu schützen und dich jung zu halten. Und sowas wie Blaubeeren zum Beispiel enthalten schon richtig viele Antioxidantien, aber rohes Kakaopulver enthält bis zu 10-mal mehr Antioxidantien als Blaubeeren. Rohes Kakaopulver ist ein richtiges Superfood. Rohes Kakaopulver enthält auch sehr viel Kupfer. Warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil Kupfer den Eisentransport ankurbelt. Das heißt also, wenn du vielleicht an einem Eisenmangel leidest, solltest du nicht nur genügend Eisen zu dir nehmen, sondern auch Kupfer und Vitamin C. Kupfer, weil es das Eisen eben transportiert, und Vitamin C deshalb, weil es die Absorption des Eisens aus den Lebensmitteln wie jetzt Haferflocken, Nüssen und so weiter fördert. Also rohes Kakaopulver ist ein richtiges Superfood, kostet natürlich etwas mehr, schmeckt auch nicht ganz so intensiv wie geröstetes, weil beim Rösten kommen ja die Aromen raus, aber das ist etwas Hammer, mega, kann ich nur jedem empfehlen. Dann habe ich Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte, absolut kein Premium-Food. Die haben jetzt auch nicht viel gekostet, 1,50 Euro. Aber die gibt es im Bioladen und die sind ohne Salz von der Marke Mr. Organic. Es gibt auch noch eine andere Marke, die gibt es manchmal in dem, wie heißt immer, der gelbe Supermarkt, der gelbe Biomarkt. Egal, fällt mir nicht ein.
Die gibt es aber beim Dance und eigentlich überall. Und das Tolle ist eben daran, dass du einfach einen deutlich geringeren Salzgehalt hast. Hülsenfrüchte esse ich halt täglich auf der Basis von Dr. Michael Greger und dem Buch How Not to Die. Habe ich dir ja vor 2 Wochen, meine ich, schon empfohlen. Wenn du das nicht ganz durchlesen möchtest, weil das ist schon ein ziemlich dickes Buch, kannst du dir das auch auf Blinkist anhören. Auf Blinkist kriegst du halt immer 15-minütige Zusammenfassungen von Büchern und die wichtigsten Insights. Und ich finde, die Zusammenfassung dort ist mega gut, wie du mit Sicherheit weißt. Blinkist ist ja auch einer der Hauptsponsoren hier von dem Kanal. Das heißt, wenn du dich für das Premium-Abo interessierst, bekommst du dort 25% Rabatt. Ich habe die App auch unten verlinkt. Ist halt geil, weil du kannst es irgendwie beim Kochen oder sonst wo hören. Du kannst auch lesen, wenn du möchtest. Also es gibt auch eine schriftliche Zusammenfassung. Aber ja, das Buch How Not to Die kann ich dir mega empfehlen. Entweder auf Blinkist oder wenn du eben sagst, nee, okay, ich will das ganze Buch lesen, dann das ganze Buch. Und deswegen Kichererbsen und Kidneybohnen, Hülsenfrüchte generell Hammer. Aber in dem Fall ohne Salz, deswegen halt noch besser. Dann habe ich ein Algenöl. Das ist vor allem für alle Menschen wichtig, die nicht oder wenig Fisch essen. Warum? Ganz einfach deshalb, weil Fisch also genau, Fisch ist ja deshalb so gesund wegen den Omega-3-Fettsäuren oder deswegen wird er ja oftmals empfohlen. Leinöl zum Beispiel wird ja auch oft empfohlen wegen den Omega-3-Fettsäuren. Das Problem ist nur beim Leinöl, dass es diese Haupt Fettsäuren EPA und DHA, also die Haupt-Omega-3-Fettsäuren, dass die nicht umgewandelt werden können. Warum? Denn Leinöl enthält zum Beispiel recht große Mengen ALA und das kann nur zu 10% in EPA und DHA umgewandelt werden. Warum ist das so wichtig? Das ist deshalb so wichtig, weil EPA und DHA extremst wichtig für die Gehirn, aber auch für die Sehfunktion sind. Was ist jetzt die Lösung des Problems? Die Lösung ist, dass wir eben es sozusagen machen wie die Fische, die wir eben essen oder eben auch nicht essen und einfach ganz unten an der Nahrungskette ansetzen und nicht den Fisch essen, sondern wir essen eben direkt die Algen. Denn Algen sind eine super zuverlässige Quelle von EPA und DHA. Das Algenöl, was ich nutze, ist jetzt von Naturtreu, da nehme ich alle meine Supplemente her. Auch dort habe ich dir unten einen Code reingepackt, da kriegst du 15% Rabatt. Ich nehme das täglich mit anderthalb Pipetten. Und dann habe ich zumindest mein EPA und DHA drin und ergänze das Ganze dann natürlich noch mit ganzen Lebensmitteln wie jetzt Hanfsamen und Leinsamen und Chiasamen esse ich nicht so gerne und Walnüssen. Das sind eigentlich so meine drei Haupt-Omega-3-Quellen. Sonst, ja, das war es, glaube ich, genau. Das sind meine Hauptquellen. Mega, das kostet auch wirklich nicht viel, ist aber was, was viele nicht auf dem Schirm haben. Du kannst auch einen Test machen, natürlich erstmal bei sowas wie Serascreen, um erstmal dann Omega-3 zu checken, habe ich auch gemacht. Aber ja. Ganz, ganz große Empfehlung. Dann habe ich als nächstes Nussmus. Und zwar, Nüsse sind ja sehr gesund. Vor allem sind Nüsse aber deshalb so gesund, weil sie letztendlich ein rohes Lebensmittel sind. Dr. Michael Greger hat mal gesagt, dass die einzige Ergänzung, die er in seinem Buch How Not to Die damals gemacht hätte, im Nachhinein wäre gewesen, Nüsse nicht zu erhitzen, weil dann können sich bestimmte Stoffe bilden, die wiederum krebserregend sind. Jetzt, du sollst jetzt nicht keine Panik schieben. Also es ist jetzt nicht, ne? Nüsse sind ein gesundes Produkt, fertig aus. Nussmusse sind auch ein gesundes Produkt, weil die enthalten trotzdem noch sehr, sehr viele Nährstoffe. Aber wenn du wirklich top-notch gehen willst, empfehle ich dir rohes Nussmus. Das ist jetzt von der Firma Keimling. Das ist so ein Online-Shop. Da habe ich auch das Kakaopulver her. Die machen, glaube ich, sogar nur rohe Sachen. Und die haben ein Haselnussmus. Das ist schon lecker, schon echt lecker. Aber das Mandelmus ist das absolut geilste Nussmus, was ich in meinem Leben gegessen habe. Und hier hast du halt wirklich alle Nährstoffe noch drin, steht auch hinten drauf, Zink, Kalium, Calcium, Mangan. Also hier ist wirklich eine Menge Gutes drin. Und es ist halt ein rohes, naturbelassenes Produkt. Ein so ein Glas kostet einen Zehner, also nicht ganz billig, aber ist dann halt eben was, ja, Besonderes. Aber nährstofftechnisch und geschmacklich gesehen wirklich riesige Empfehlung, wirklich sehr, sehr gesund. Dann habe ich eine nächste Sache. Genau, fangen wir erstmal hiermit an, weil das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und zwar Sprossen. Leider kann ich dir jetzt in dem Fall noch kein fertiges Produkt zeigen, weil die sind hier noch abgedeckt und die müssen auch noch abgedeckt bleiben bis heute Abend. Und dann kann ich die erst öffnen und sozusagen ins Licht stellen. Aber Sprossen sind extremst gesund. Warum sind Sprossen so gesund? Sprossen sind deshalb so gesund, weil in der Jungpflanze einfach die komplette konzentrierte Nährstoffdichte der erwachsenen Pflanze drinsteckt. Also Sprossen sind eigentlich einer der gesündesten Sachen, die du essen kannst. Worauf ich aber insbesondere hinaus möchte,
sind Brokkolisprossen. Warum Brokkolisprossen? Ganz einfach deshalb. Du musst dir vorstellen, der Grund, warum Brokkoli so gesund ist, also jetzt unabhängig von den Vitaminen und Mineralstoffen und auch einigen Makronährstoffen, Brokkoli ist ja auch relativ proteinreich für ein Gemüse, ist ein sekundärer Pflanzenstoff namens Sulforaphan. Du musst dir also vorstellen, wenn der Brokkoli, warte, genau, bei ein hier. So, also wenn der Brokkoli wächst auf dem Feld, dann bildet er einen sekundären Pflanzenstoff, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Deswegen haben Bio-Brokkolis auch mehr von diesem sekundären Pflanzenstoff, weil die müssen sich ja selber schützen. Die konventionellen, die werden ja gespritzt. Das heißt, die kriegen diese ganzen Pflanzenschutzmittel und entwickeln deswegen nicht so viel Sulforaphan. Worauf möchte ich aber hinaus? Dieses Sulforaphan in Klammern Bio-Brokkoli ist extremst wertvoll, vor allem gegen Krebszellen. Es gibt eigentlich wenig, das Krebszellen so gut bekämpft wie Sulforaphan und roher Knoblauch, beziehungsweise generell rohe Zwiebelgewächse, aber vor allem roher Knoblauch. Das Problem ist nur, dass dieses Sulforaphan eine Vorstufe braucht, und zwar die Glucosinolate. Und diese Glucosinolate brauchen ein Enzym namens Myrosinase. Und das Problem ist, dass dieses Enzym hitzeempfindlich ist. Bedeutet also, wenn wir unseren Brokkoli jetzt kochen oder grillen oder backen, geht das Enzym kaputt. Dadurch kann die Vorstufe, die Glucosinolate, nicht entstehen und dadurch kann auch kein Sulforaphan gebildet werden. Das heißt also, ja, im Brokkoli ist kein Sulforaphan mehr drin. Was ist jetzt die Lösung? Es gibt drei Lösungen. Die erste ist, du isst dein Brokkoli roh, geschmacklich nicht so geil. Die zweite ist, du isst einen Teil gebraten oder gebacken, wie auch immer, und einen anderen Teil roh, weil dann hast du eben das Enzym aus dem rohen Brokkoli und das kann sich dann wiederum mit den Glucosinolaten aus dem gebratenen Brokkoli verbinden und in deinem Magen entsteht Sulforaphan. Oder aber du isst weiterhin ganz normal deinen ganz normal gebackenen, dampfgegarten, erhitzten Brokkoli und isst Brokkolisprossen. Denn Brokkolisprossen sind ein absolutes Powerfood und stecken voller Sulforaphan, voller Enzyme, also voller dieser Myrosinase und sind deshalb eigentlich ein absolutes Must-Have. Wenn du Brokkoli isst, aber auch so, einfach ein paar Sprossen über den gegrillten Brokkoli streuen und zack, hast du die volle Ladung Sulforaphan drin. Und deswegen sollten wir Brokkolisprossen auf jeden Fall so oft es geht essen. Hier passen jetzt zwei Beete rein. Das ist so ein Sprossenset vom Manufaktum. Das hat 40 Tacken gekostet. Und dann diese Tüte hat 2,90 € gekostet. Das heißt also, ja, pro Woche sind das dann schon so ungefähr 6, 7 € ungefähr. Aber ist halt mega, schmeckt auch sehr, sehr gut. Natürlich ist auch sowas gesund wie Kresse und Rauke, also Rucola oder Rettich. Aber Brokkoli ist, wie ich persönlich finde, absolut top-notch. Ja, und dann haben wir die letzten zwei Sachen. Und zwar Spinat. Spinat, absolut kein Premium-Food, also ist ein ganz normales Lebensmittel. Auch hier empfehle ich wieder Bio-Spinat. Warum? Aus demselben Grund wie beim Brokkoli, nur hier ist es eben nicht das Sulforaphan, sondern hier ist es das Chlorophyll. Ja, Chlorophyll ist auch wieder ein sekundärer Pflanzenstoff, wovon der Biospinat mehr bildet als der konventionelle. Das Problem ist nur leider, dass das Chlorophyll tief in den Wurzeln, Entschuldigung, tief in den Zellen des Spinats eingelagert ist. Und in der Regel, wenn wir den Spinat jetzt kauen, das gleiche gilt im Übrigen auch für Salat, dann wird das Chlorophyll in den Zellen nicht freigesetzt, da wir nicht genügend kauen. Was ist jetzt die Lösung des Problems? Die Lösung des Problems sind grüne Smoothies mit einem Hochleistungsmixer. Ein Hochleistungsmixer ist natürlich ein Investment. Ich dachte mir auch so damals, komm, hau ab 250 € für so einen Mixer. Aber das ist ein absolutes Lifetime-Investment. Ich habe meinen jetzt 6 Jahre, ich habe den von meinen Eltern zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und der schnurrt noch wie am ersten Tag. Und der Vorteil eben vom Mixen ist, von diesen scharfen Klingen, von der hohen Leistung eines Mixers ist, so, sorry, von der hohen Leistung eines Mixers ist, dass die Zellen eben des Spinats aufgebrochen werden und sich in unserem Körper Chlorophyll bilden kann. Und Chlorophyll ist für dein Blut, aber auch für, kannst du dich mal ein bisschen informieren, für so unglaublich viele Dinge, auch für ein Hautbild. Mega. Und deswegen esse ich eigentlich fast keine Salate mehr, sondern ich esse halt nur noch grüne Smoothies, weil ich jetzt aber nicht so gern Salate esse. Das ist Hammer. Es gibt auch Chlorophylltropfen. Naturtreu, die haben auch Chlorophylltropfen. Das ersetzt natürlich jetzt keine ganzen Lebensmittel. Das sollte nie so etwas ersetzen. Aber ich mache das immer noch sozusagen als extra Chlorophyllschuss dann mit da rein. Ist aber kein Muss, aber
ja, hast du einfach nochmal sozusagen eine extra Portion Chlorophyll. Und das allerletzte, und vielleicht ein bisschen strittig, aber Honig. Ich persönlich, ich bin der Meinung, dass Honig ein in Maßen, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, gesundes Lebensmittel ist, aber ich denke schon, dass Bienenprodukte unterschätzt sind. Das Problem ist halt nur, dass bei Bienenprodukten ist es so, dass bei den ganzen konventionellen, weiß jeder, werden die Bienen halt ausgebeutet. Und bei konventionellem Honig werden halt auch die wird der Honig erhitzt. Das heißt, alles Wertvolle im Honig, und damit meine ich die Enzyme vorrangig, werden halt zerstört. In rohem, geschleuderten Honig, wie du sie im Reformhaus oder im Bioladen findest, sind allerdings diese ganzen Enzyme noch drin enthalten. Deswegen bin ich prinzipiell ein großer Fan von Bienenprodukten, von Blütenpollen, Propolis, aber auch von Gelée Royale und eben auch von rohem geschleuderten Entschuldigung, von rohem geschleuderten Honig. Jetzt in diesem Fall habe ich Thymian-Honig, der schmeckt mega geil. Ich esse ungefähr jeden Tag so einen halben bis einen Teelöffel Honig. Wenn du jetzt ganz, ganz wild sein willst, dann nimmst du Manuka-Honig. Der kostet dann mal locker pro Glas 90 bis 300-400 €. Der hat jetzt 12 € gekostet. Ja, ist aber auf jeden Fall gesundheitlich gesehen, ja. Richtig, richtig gut. Ja, und ansonsten war es das heute. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, was lernen, und ja, hast das Video einfach genossen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön auch, dass du bis zum Ende geschaut hast, wie immer. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis dahin. Glück.